Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Surviving Mars. Wir sind im Untergrund. Metalle ist voll, das ist ja ein Ding. Pass mal auf, wir müssen hier so Sachen machen. Und zwar sollten wir hier mal ein bisschen die Rohre und sowas umbauen, dass wir hier eine Kuppel hinstellen können. Was ist denn hier mit dem Wasser? Hier haben wir viel. Wollen wir den Edelmetallextraktor einfach entfernen? Und wir machen den mal weg. Und dann bauen wir hier mal ein bisschen um. Warte mal, wir legen mal das Kabel erstmal hier hinten lang. Wir müssen auch sehr viel andere Sachen noch hier ranschaffen, denn, ne? Die Nahrung und... Hast du nicht gesehen? Okay. Dann werden wir das hier mal entfernen. Ausschlachten. Wir können auch übrigens... Eisenbahn jetzt unter der Erde bauen, aber brauchen wir eigentlich nicht, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Okay. Wäre denn, wenn das hier weg ist, Platz für eine Kuppel? Wir beschleunigen den ganzen Quark immer. Stromnetz durchtrennt. Ja, ja, ich weiß. Bleib mal locker. So. Ah ja, und wir konnten ja so viel Quark wegräumen. Ist hier schon irgendwas weggeräumt worden? Ja, wir können das hier noch räumen. Ist noch in der Mache. Thaddäus. Ernsthaft? Ne, komm, ich will hier keine Asteroiden mehr. So, das wird jetzt fertig gebaut, ne? Hallo? 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 Bau doch mal. Hä? Warum wird denn nicht gebaut? Was ist denn hier los? Wieso? Also manchmal, ne? Warte mal, das Ding stört ja auch noch. Oh, da können wir umbauen. Das packen wir woanders hin. Hier wurde ein bisschen weniger stört. So. Was ist denn hier mit Metalle? Jetzt, hallo, baut das Rohr doch mal fett. Komm. So, komm, gibst du mal einen Drohnenhub, so. Ach nee, und schon könnt ihr bauen, oder was? Ich fasse es ja nicht. Funding received. Schön. 2,5 Milliarden. So, nochmal ein Unilager. Einfach so. Research complete. Immer da, die passt, ne? Da, so, ja. Okay, da wird hier wenigstens die Wasserleitung gebaut. Hoffe ich doch. Oder auch nicht. Warum auch nicht? Hä, hallo? Was soll denn das hier? Wenn die Wasserleitung nicht gebaut wird, dann ist das alles für ein Quark. So. Medium Large Water Tower. So. Und einen großen Sauerstofftank. Dann haben wir das nämlich hier unten. Okay, doke. Warum auch immer das hier nicht verbunden wird, das ist mir gerade ein Rätsel. Verstehe das nicht. Müssen wir den neuen Auftrag geben? Sind hier so Dinge passiert? Ach, jetzt mit ihm mal. Na, ach, guck. So. Pass auf. Wir müssen das hier auch nochmal umlegen, ne? So, dann nehmen wir mal hier runter. Dann nehmen wir mit dem Strom hier lang. Und mit dem Wasserrohr auch. So, mit dem Water. Den würde ich gerne einklappen wollen. Den können wir eigentlich bald stehen lassen da. Wir brauchen neue Metall. Warte mal, ein Depot für Metalle. Müsste eigentlich okay sein. Das reißen wir ab. Das reißen wir ab. So. Wir schauen mal, ob wir das hier so hinkriegen, dass wir ein bisschen Platz bekommen für die Kuppel, dass wir hier dieses andere komische Ding noch bauen können. So, ein Unilager. Das stellen wir einfach mal hier oben hoch. So. Rohr und Kabel sind fertig. Ja, dann können wir das ja demontieren.
Funding received. Schön. Alter, die Kohle draußen, ne? Jetzt habe ich gerade Sorge, dass wir die ganzen Edelmetalle einfach nur rausfeuern. So, vielleicht kommen hier die ersten Kolonisten hin. Wir schauen mal. Wollen wir mal den Kuppelbau planen? Und zwar, ich hätte gerne eine unterirdische Kuppel. Einfach so eine Vierecke, oder? Weil die voll cool aussieht. Die olle Mülldeponie stört hier doch. Hätte ich nicht gedacht. Warte mal, dann machen wir die woanders hin. Von mir aus kann hier nochmal inne hin, so wie sie früher mal war. Und dann bauen... Wollen wir so eine kleine dreieckige Kuppel bauen? Die olle Lampe stört hier noch. Die muss weg. Wir haben einen Stirling-Generator über. Den stellen wir einfach mal hier an der Seite irgendwo hin. Da zum Beispiel. Und die Lampe wird demontiert. Dauert ein bisschen, ne? Auseinanderbauen. Sind sie nicht so schnell dabei. Eine Lampe da. Dann bringen wir hier hinten mal Licht in Dunkle. Und dann, jetzt ist die Frage, welche Kuppel wollen wir nehmen? Wollen wir hier so eine dreieckige nehmen? Die würde hier mega gut ranpassen und wir wären sofort verbunden und connected. Oder wollen wir so eine nehmen? Finde die aber halt ein bisschen hübscher, seid ganz ehrlich. Besondere Mineralien brauchen wir dafür zum Bauen. Das ist ja krass. Metalle, Beton. Okay. Also wir müssen zum Lift, dass wir hier so ein paar Sachen machen können. Und zwar, wir werden hier mal schauen, dass wir... Untergrund Minimum... 300. Beton. Kann er nicht schaden. Nahrung brauchen wir hier auf jeden Fall. Machen wir auch mal 300. Dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Maschinenteile. Wenn wir hier wirklich bauen wollen und so. Mal gucken. Polymere für Upgrades und sowas. Hier unten wird halt schwierig, dass wir die Leute alle vernünftig versorgt kriegen, ne? So, also, wir haben ein bisschen wenig Metalle, wenn wir hier was bauen wollen. Wir sorgen mal dafür, dass wir mehr haben, Minimum. Also wenn wir hier eins haben, ist es Metalle, ne? Beton kommt runter, Nahrung kommt runter. Polymere kommen, Maschinenteile, Treibstoff haben wir sowieso, warum auch immer. Und elektrische Bauteile kommen. Anwenden. Okay, jetzt müsste eigentlich ganz viel von oben kommen. Hier ist alles abgedeckt, perfekt. Ja, könnte es eine Weile dauern, bis sich hier alles gebaut wird. Ne? Wir machen hier mal ein Nahrungsdepot hin. Dass hier keiner am Verhungern sein kann, tut. Und wollen wir das Ding gleich mitbauen? Keine Kabelverbindung. Also wir wären ja im Einflussbereich der Kuppel. Wie viel brauchen wir? 200 von diesen besonderen Mineralien, ne? Okay. Das ist ja jetzt ein großes Langzeitprojekt, was wir hier starten. Und ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Aber ich glaube schon. Wir können hier so ja noch diesen Metallextraktor hinbauen wieder, oder? Warte mal. Automatischer? Ja. Ja, 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 ja. Sehr schön. Okay, dann haben wir uns Platz geschaffen. Wir bauen uns eine Kuppel. Und Abmarsch. Jetzt müssen erstmal Ressourcen kommen, ne? Ist ja klar. Werden wir auch nicht fertig bekommen, weil... Warte mal. Können wir dich hier pausieren? Ein Ausschalten. Ja, die schleppen trotzdem die mit Mineralien hier ran oder Materialien, oder? Inaktive Baustellen werden nicht gewartet. Okay. Weil ich finde nämlich die Kuppel hier sehr wichtig. Wir machen mal hier die Priorität auf nach oben. Wobei, die wird schon gebaut. Alles klar. Dann machen wir hier weiter. So Leute, die erste Kuppel unter Tage.
Tada! Da steht das Ding. Geil, mit Forschungsboost. So. Ja, die sieht ja mega stylisch aus. Warte mal, können wir die noch ummalen? Nee, ne? Die sieht ja voll geil aus. So, eine hätte ich gerne oben rum gehabt. Das wäre ja viel schöner. So, jetzt haben wir wieder übelst langsam alles. Okay, wir brauchen hier drin auf jeden Fall erstmal ja, braucht man hier? Kleinen Lebensmittelladen. Und Sicherheitsposten. Und was wegen Kranke. Und Research complete. Diner. Und eine kleine Weltraumbar. Und noch was? Ja, irgendwas wegen Freizeit, ne? So. Von mir aus noch. Ja. So ein Ding. Na, und dann Apartments rein. Zack. Und... Ah, warte mal, wir hätten es anders bauen können. Verdammte Hacke. Ist ja kein Problem, kriegen wir trotzdem hin. Die kriegen wir so relativ schön hin. So. Machen wir hier den Lebensmittelladen raus und wir nehmen hier den Sicherheitsposten raus und wir nehmen hier die Sanitärstation nochmal raus. Dann bauen wir hier nochmal Apartments und ein Apartment und ein Apartment und ein Apartment. So, dann kommt die Krankenstation da rein und der Sicherheitsposten da rein und dann ist schon wieder voll. Dann würde ich den Garten nochmal entfernen und den Lebensmittelladen da reinstellen. Genau, so machen wir das. Dann haben wir noch zwei Flächen frei. Hier wird jetzt gebaut wie die Hölle. Die Forschung läuft. Warte mal, wir boosten nochmal nach. Okay, dann lassen wir die hier mal bauen, oder? Und wir gehen hoch. Was haben wir hier? Thaddäus. Ne, Thaddäus will ich nicht haben. Geh weg, Thaddäus. Was haben wir hier? Wolkensaat. Wolkensaat. Oberfläche. 11 Meldungen. Warum haben wir schon wieder 41 Obdachlose? Wir haben schon wieder keinen freien Wohnraum. Willst du mich komplett verarschen? Hör doch auf damit. Na holla die Waldfee. Das geht ja ab hier. Pass mal auf. Dann müssen wir... So. Dann müssen wir hier Häuser bauen. Hilft ja alles nicht. Oder wir machen Geburtenstopp auf allen Kuppeln. Dass hier endlich mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Dann bauen wir hier nochmal einen kleinen Lebensmittelladen hin, dass hier keiner am Meckern ist. Dann kommen hier nochmal neue Apartments rein. Oh. Und so. Also ich baue die einfach nur, weil wir Wohnraum spawnen müssen ohne Ende. Ist ja klar. Also ich würde gerne abwechslungsreicher bauen, die Gebäude. Aber wir brauchen halt jeden Quadratmeter, um da Leute drin zu stopfen. Deswegen bauen wir die Apartments, die haben halt am meisten Wohnfläche. So, dann noch ein Jatten und Abmarsch. Ist ja der Hammer. Schon wieder so viele Obdachlose, ne? Geht gar nicht. So, die werden alle gebaut. Wisst ihr was? Wir müssen das hier auch ausbauen. Dann müssen wir die Kuppeln hier voll machen. Hilft ja alles nicht. So, wir machen mal auf langsam und dann werden wir mal hier ordentlich hier Bauprojekte starten. Einfach voll machen, die Dinger. So, Lebensmittel haben wir hier mehr als genug, ne? Wo sie kaufen können. Ich stelle den auch sehr gerne eine Statue hin. Wenn sie geil finden, ne? Dann guckt euch mich an. So, Jatten. Und hier drüben genauso.
Zufriedenheit. Moral ist schlecht. So, was macht denn hier was? Zufriedenheit machtet. So ein Ding haben wir gar nicht, ne? Ein Erzbeben. Eieieiei. Ah ja, wird schon klappen. So, dann weiter Gebäude. Zack. Und Apartment. Zack. Schön voll machen. Hier nochmal einen Garten. Und hier auch Apartments. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier klarkommen. Hier von mir ist nochmal eine Statue, ne? Wegen unfassbarer Schönheit. So. Okay, dann mal los. Ist ja unfassbar. Sind hier schon irgendwo Touristen drin? Nö. 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 Und nö. Pass auf. Dann machen wir es wie folgt. Marsbeben, deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Plötzlich beginnt die Erde zu beben und die Bürogegenstände fallen aus den Schränken. Minuten später erhältst du einen Bericht, dass mehrere Gebäude erheblichen Schaden durch ein Marsbeben erlitten haben. Das Epizentrum konnte auf dem Bereich unterhalb des Mohol-Mide eingegrenzt werden. Oh. Die Tatsache, dass die Gebäude in der Nähe der Mine am schwersten beschädigt wurden, lässt darauf schließen, dass die Mohol-Mine der Auslöser für das Beben war. Schließen Sie die Mohol-Mine und verstärken wir das Fundament mit Beton. Eine Wartung mit 100 Beton erzwingen. Weiterbohren. Für diesen... Ja. Mach mal da Beton rein. Gar kein Problem. Wir haben von allem genug. Ist nicht schlimm. Okay, warte mal. Wir haben ja Raketen am Start. Kennt ihr Bock auf Wolkensaat und so ein Quark? Wolkensaat aussenden. Bereit? Schicken. Aussenden. Bereit? Schicken. Dann haben wir hier sowas. Aussenden. Bereit? Schicken. Und hier sind wir bei... Schicken. Okay, alle Raketen haben eine Mission. So, hier muss sie gebaut werden. Los, legt los, Leute. Hier ist gerade wieder übelst Pensum, ne? Wir haben hier auf schnell und das ist einfach nicht schnell. Aber das wird gebaut wie verrückt. Wir haben fast keine keine Obdachlosen mehr. Und wir ballern gerade richtig Wohnraum. Ich habe gerade nur die Sorge, dass den Wohnraum, den wir gerade bauen, dass der schneller weg ist, als wir da hinterherkommen und mir das lieb ist. Müssen wir mal gucken, wie die Sache hier sich entwickelt. Ja, wir verfriemeln halt unfassbar viel Polymere dabei. Mit den ganzen Upgrades, die nachher noch kommen. Aber... Naja, was willst du machen? Das ist auch noch nicht fertig da. Erst wenn alle Apartments Stufe 1 haben, können wir weiter mit Stufe 2. So, das steht. Die Gärten sind mir egal. Oh Gott, hier sind wir auch nicht fertig. Nur lange nicht fertig. Ja. Aber die bauen schon wirklich flink, ne? Also die Rohstoffversorgung... Das ist so komplex hier alles. Ist unfassbar. Und das funktioniert einfach. Ist schon mega cool. Und schon ist der Wohnraum wieder fast knapp. Ist der Hammer. Also unfassbar, wirklich. Wie schnell das geht. Guck mal, die Hütten sind alle voll. Und schon wieder ein Beben. Och Mann, ey. Und noch zwei Obdachlose. 37 freien Wohnraum. Oh, das ist aber ruckizucki weg alles. Alle Hütten voll. Wahnsinn. So,
Also wir müssen die ausbauen, die Hütten, dass wir hier endlich Leute wieder unterkriegen. Ja, oder wir machen wirklich mal einen Geburtenstopp oder sowas. Die Raketen starten alle, das ist schon mal sehr gut. So, jetzt müssten eigentlich alle Apartments gebaut sein. Warte mal, können wir hier noch Arbeitsschichten? Ja. So, ist nicht viel, aber ein bisschen. Okay, dann gehen wir auf Upgrade Nummer 1. Und zwar bei allen. Crop failure reported. Das ist Wahnsinn, oder? Was hier abgeht. Research complete. Auch das ist schön. Ernteausfall. Hier arbeiten zu wenig Leute. Was? Kann ich mir bald gar nicht vorstellen. So. Na, irgendwann ist das halt einfach nur noch purer Stress. Gucken, dass hier alles glatt läuft. Wir haben immer noch Obdachlose. Wo wir freien Wohnraum haben. Da kommt auch mehr freier Wohnraum dazu, weil wir bauen gerade die zweite Etage oben drauf bei allen Apartments, die wir frisch gebaut haben. Aber was sehr, sehr schön ist, die Nahrungsmittelversorgung läuft. Hier hungert niemand, weil wir haben ja auch von allem mehr als genug. Hier muss auch gar keiner hungern. So, da war hier unsere... Ne, doch, ist abgedeckt, alles klar. Also die Raketen fliegen hier alle. Warte mal, er hier? Planetenanomalie, die sind alle unterwegs. Okay. So, haben wir hier überall Level 2 schon drauf? Hier auf jeden Fall ja. Wie sieht es hier aus? Ebenfalls auch. Okay, dann machen wir weiter. Eigentlich ist bald Wohnraum wichtiger wie Arbeitsplätze. Wenn die wirklich arbeitslos sind, naja, dann kannst du halt immer noch irgendwelche Reaktoren rufzimmern oder so. So. Level 2 Upgrade läuft. Oh, guck mal, Polymere. Das frisst richtig Polymere. Aber davon erholen wir uns ja relativ schnell. Hier fehlt eine Bürste, sehe ich gerade. So. So viele Leute hier unterwegs, ne? Man kann so tief rein hier in die ganze Geschichte. Da läuft ein Hund, die Drohnen kommen hier lang, geht düst. Schon echt cool. So, Level 3 wird gebaut. ...106 freien Wohnraum, aber der wird nicht lange so bleiben, ne? Wir haben 230 Milliarden. Das ist unfassbar. Also ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo man eigentlich nur noch seine eigenen persönlichen Ziele irgendwie so verwirklichen möchte. Also vom Spiel her haben wir eigentlich alles, ne? So, hier sind wir über Level 3. Ich hoffe, hier auch. War hier oben hoch? Ja. Okay, dann Level 4. Zack. Warum haben wir so viele Arbeitslose? Wir haben doch freie freie Arbeitsplätze. Deaktivierte Arbeitsplätze 19. Wo denn? Echt? Oder zählt das mit dazu? Nee. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ist doch eigentlich alles offen. Nein. Das Casino ist ganz schön dreckig. Macht ein paar sauber, Leute. So. Ah ja, das läuft doch. Na? Hier kriegen wir überall die vierte Etage oben drauf. Hier drüben auch. Und somit sollte das hier eigentlich... Ach ja, guck mal, 150 haben wir frei. Wir müssen aber gucken, dass wir die Geburtenrate irgendwie unter Kontrolle kriegen. So wie immer unter Tage. Was ist denn hier los? Es fehlt hier halt an Leute, ne? Guck mal, hier können wir genau das gleiche machen.
Wir werden hier mal upgraden, dass wir hier die Apartments hochbauen können. Und ja, Polymere kommen. Guck mal, hier wird ordentlich eingelagert. Sehr, sehr schön. So. Was ist denn hier los? Ich will, dass du hier mitnimmst, alles was geht, 100. Fordern. 70 sind am Start. Wir müssen noch einen Länder holen. Crop failure reported. Das ist aber nicht schön. So, hat hier irgendjemand was bei? Warte mal. Du. Wir haben 5 Fertigbauten. Wir nehmen die mal mit. Drohnen. Beton brauchen wir auf jeden Fall. Flieg mal bitte zu Ingeborg. So, was haben wir hier? Shoria und ja. So. Die anderen Dinger werden angeflogen. Ein paar Haie-Kartoffeln werden abgeholt. Eigentlich läuft doch alles, oder? Hier wird gerade fleißig beladen. Sehr schön. Und dann kann die Post doch abgehen. Touristentaxe. Kein freier Rover. Warte mal. Hä, wo sind denn die alle? Research complete. Pass auf, wir bauen uns einfach neu hin. Was hast denn du gebraucht? Fernsteuerte Erkunder. So, wir bauen den da mal hin. Mal ganz schnell. Wolkensaat abgeschlossen. Müsste eigentlich regnen jetzt, oder? Ja, wisst nicht, regnet es? Hört's? Ja, regnet. Okay. So, was ist denn hier? Die sind alle hässlich. Die sind alle nicht auf schöne Level 4 gebaut, die Apartments. Na toll. Ach. Ist egal. So. Oh, Wohnraum 190 wird weniger. Oh. Freie Arbeitsplätze. Plus minus null wäre schön, aber hey, komm. Wo sind denn hier so viele Arbeitslose? Hier ist ein Arbeitsloser. Pass auf, wisst ihr, was wir machen? Was ist denn hier? Wir bauen ja einfach noch so einen Reaktor drin. So. Der ist ja für Bädekuppeln dann. Was ist hier? Hier sind freie Arbeitsplätze. Keine Arbeitsplätze. Hier ist perfekt. Hier sind Arbeitslose. Dann bauen wir hier nochmal so ein Ding ran. So. Das war ja perfekt. Was hier? Hier sind freie Arbeitsplätze sogar. Aber die pendeln da nicht rüber, die Idioten. Hier sind Arbeitslose und freie Wohnplätze. Anomaly analyzed. Planeten. Ach so, klar, wir haben aber was losgeschickt. Ha, ich dachte schon, hä, Planetenanomalie, aber ja, ist richtig. Was ist denn hier für ein Versatz drin? Ist das richtig so? Das sieht komisch aus hier. Oder ist hier so ein Bubbel für Anschluss? Ja, guck mal hier. Ah, okay, gut. So, dann schaffen wir hier nochmal ein bisschen Arbeitsraum. Hier sind halt Arbeitslose, hallo? Wir möchten das nicht. Und hier? Hoch. Crop failure reported. Dann müsst ihr alle im Reaktor arbeiten, hilft ja nichts. Ach Gott.
So. Vielleicht kriegen wir das ja alles geregelt hier. Wie sieht es denn unter der Erde aus? Upgrade 2 der Apartment steht, ist aber hässlich, weil sieht man nicht. Ist ja natürlich super. Ja, manchmal sind Mods auch ein bisschen verkäfert. Naja, so, wir brauchen diese komischen Mineralien hier vom Asteroiden. Wir landen mal, wo landen wir denn? Wir landen mal hier hinten. Funding received. Was hast du denn? Okay, du hast nichts mehr zu tun, das ist natürlich doof. Dann werden wir den mal verpacken und hier rüberstellen. So, wir haben 5 neue Bauten. Dann legen wir hier nochmal los. Wie viel ist denn hier? 33. Das ist ja schnell weggebaut, oder? So. Dann erstmal ein Universallager. Und wir kümmern uns um Strom. Ein Akkumulator. Oh Gott, wo waren das? K? K, genau. K wie Strom, macht ja Sinn. C wie Kabel, das kommt ja bald noch hin, wie Cable. So, und N wie Solarkollektor. So. Es läuft. Schön. Archeon, nein. Ingeborg. Archeon verlassen. Ja. So. Es ist kein Strom da. Ja, ich weiß. Kommt doch. Ist alles okay. Er fördert noch. Wir haben ja keine Müllhalde, aber ist eigentlich auch wurscht, oder? Komm, wir stellen einfach mal ihn hin. Dann lassen wir den Mist hier liegen. Wir haben noch Fertigbauten 4. Wir können jetzt hier auch nochmal richtig extrahieren. Vorteil mit den beiden Ländern, können wir die ganzen Rohstoffe hier wegfummeln, dass wir da unter Tage auf dem Mars. Warte mal, hier war viel, ne? Hier waren 100. Nein! Der muss nochmal weg. Research complete. Supi. Wenigstens die Forschung läuft, obwohl wir sie nicht brauchen. So. Metalle haben wir nicht mehr viel. Strom ist Alete. Haha, und schon laufen sie. Geil. Strom reicht aus. Hä? Okay, die Sonne geht gerade auf. Das ist ja der Hammer. Hier ist doch gleich alle. Nee, ist noch nicht alle. Aber wir fördern die wie bescheuert. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Das ist auch bald leer. Strom kommt hier ohne Ende. Okay, Edelmetalle. Die brauchen wir eigentlich nicht. Die brauchen wir wirklich nicht. Könnt ihr einfach mal... Ey, machst du hier... Nein! Hör auf damit. Du sollst hier keine Edelmetalle fördern, du sollst hier diese komischen besonderen Mineralien fördern. So. Dann so. Ha. Besondere. Ja. Wir haben so ein bisschen Beton da, also eigentlich läuft. Jetzt ist die Frage, warte mal, die können hier nochmal so eine Müllhalde brauchen. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir da alles wegbekommen, ne? Davon will ich gar nicht mitnehmen. Der bleibt alles hier, das ist mir egal. Die Drohnen können wir mitnehmen, ja. So.
Der ganze andere Quark kann raus. Wir wollen nur die besonderen Mineralien haben. Der Rest ist mir wurscht. Genauso wie hier. Hier müssen wir auch nochmal ran, ne? Sag mal, ist das Ding fast voll, oder was? Nee, da geht noch was. So. Warte mal, wir können ja die Drohnen hier lassen. Dann opfern wir lieber die Drohnen. So. Braucht die nicht. Ich brauche nur diese besonderen Mineralien. Der Rest kann alles hier bleiben. Selbst diese komischen anderen fertigbauten Dinger, die können alle hier bleiben. So, ich hoffe nur, der wird hier ordentlich schnell extrahiert, produziert und reingeschafft. 103 haben wir hier. Hier sind drin 97, hier sind drin 2. Beton liegt hier rum. Okay. Ah ja, kriegen wir hin. So. Dann haben sie mehr Strom verbraucht. Das ist nicht gut. Aber ich speichere da Strom. Warte mal, wie lange reicht denn das hier? Ein Tag, 7 Stunden. Alles klar, perfekt. Naja, die schröpfen. Hier sind 10 Meldungen. Inaktive Extraktoren. Na, dann weg das Ding. Noch mehr? Nö, ist nur der. So, überfällige Mars-Touristen. Müssen wir mal gucken, dass wir die hier landen lassen können. So, die anderen beiden lassen wir hier landen. So. Na, mal schauen. Oh, oh. Guck mal. Alter. Langsam. Oh, wir haben schon wieder Obdachlose ohne Ende. Warum? Oh Gott. Wir brauchen noch eine Kuppel, Leute. Hier ist schon wieder Land unter. Wo waren das? Geburten sind erlaubt. Können wir überall abschalten. Keine Geburten mehr erlaubt. Wir haben hier noch Leute, oder? Guck mal, wir haben 3300 Leute hier. Krass, wir haben Obdachlose. Das gibt's doch nicht. So. Was ist hier los? Habt ihr Pferde hier? Oh Gott. Vielleicht sollten wir hier bleiben, oder? Baut man hier nochmal Stufe 3, oder doch, Stufe 4 ist es ja schon. Housing Module 1, 2, 3. Wir haben noch gar keine Leute hergeholt, ne? Wir haben Wohnraum frei ohne Ende. Die Kuppel sieht voll geil aus. So, jetzt kriegen wir hier nochmal ein schwebendes Modul oben drauf, oder? Ja, genau, na klar, das sieht ja mega bescheuert aus, aber okay. So, wenn das fertig ist, haben wir ordentlich Wohnraum. 98, ist okay. So, können wir hier Leute runterlassen. Wir gehen mal zum Lift. Bringe mir Kolonisten. Kolonisten, ja. Zehn, 20, 30, 40, 50.
60. 70, dann haben wir von allem erstmal alles. Nein, nur Touristen wollen wir hier nicht haben. Anwenden. Holt die mal her. So, vielleicht ziehen die hier ein. Warte mal, Botanik. Guck mal, wir können die Nahrung noch herstellen. Hoffe ich. Ja, so eine Pilzfarm. Warum eigentlich nicht? So. Und bauen. Okay, ich hätte gerne noch das Ding hier fertig. Dafür müssten wir aber zum Asteroiden, dass wir hier diese Mineralien rankriegen, um das Ding fertig zu bauen. Das wäre natürlich noch ein schöner Abschluss. Research complete. Jetzt ist die Frage, wann kommen hier die ersten Leute? Die brauchen ja noch irgendwas für die Entspannung. Hier wollen auch Leute arbeiten. Dann kriegen sie noch ein Kino von mir aus und dann kriegen sie noch ein Aquarium und Hall of Fame, das ist so groß. So ein Ding haben sie. Ein Kunstladen, warum nicht? So, dann gibt es noch einen Jatten. Und hier vielleicht noch ein paar Lampen außen rumbauen, oder? So ein Lichtstativ. Kann auch nicht schaden. Colonist has died. Nein! Hier unter der Erde oder wo? Eine Mission in Gefahr. Die aktuellen Tode von Colonist ist eine unberuhigende Entwicklung, die wir nicht ignorieren dürfen. Die Bewerber auf dem Mars gekommen sind, waren sich sind viele Risiken bewusst, doch unsere Fahrlässigkeit ist eine kriminell. Jedes Mal, wenn ein Kolonist einen nicht natürlichen Tod schlüpft, verlassen zwei Bewerber den Pool. Diese bedenklichen Gerüchte hält viele wertvollen Kandidaten davon ab, neue Grenzen zu überschreiten. Warum sterben die? Warum? Warum sind die hier gestorben? Die sind erstickt. Ach du Schande. A colonist has died. Ja. Wir müssen hier unten einen Rover bauen. Dass wir die da einsteigen lassen können. Ah, das ist nur für Touristen, ne? Ne, dann brauchen wir das nicht. Oh oh. Die werden da nie ankommen. Es sei denn... Kolonisten transportieren, ja, ja. Oh je. Oh je, Mini. Okay, die müssen erstmal alle bis hier hin, ne? Da kommen die ersten. Guck mal, ein paar haben der geschafft. Werden zwar nicht alle schaffen, aber hey. So. Gut. Ah ja, sind halt ein paar weg. Was ist denn hier los? Hier ist noch genug drin. Hier ist auch noch genug drin. Wollen wir die Dinger mal upgraden hier, dass die mehr machen? Mal gucken, ob die mit dem Strombedarf dann noch hinkommen hier. So. Wobei hier sind nur noch 12. Da können wir uns eigentlich klemmen, oder? Eros. Eros Ramazzotti. Hau mal ab. Nein. Danke. So. Wie viel hast denn du drin? 32. Und du 117. Das ist doch schon mal schön. Du kannst maximal 137? Ehrlich? Mehr nicht? Nee, dann bist du voll. Ja, ist ja doof. Naja, mach mal voll. Hier passt eine Rohrentier rein. So, jetzt haben wir ja upgraded. Aber die Akkus müssten eigentlich hinkommen, oder? Es sind noch 10. So, was ist denn auf der Oberfläche los? Wir haben ja immer noch Obdachlose. 18. Ach du Schande. Ja, was machen wir da? Wir müssten eigentlich wirklich noch eine Kuppel bauen, ne?
Neues Wolkensaatprojekt. Haben wir abreisende Touristen? Ja, haben wir. Wahrscheinlich in irgendeiner von den vier Raketen oder in alle vier Raketen sogar, weil wir haben echt viel hierher geholt. Müssen wir mal gucken, wo die drinnen sitzen. Was hier los ist, ne? Hier sind schon mal keine Touristen drin. Hier sind 51 Touristen drin. Wo kommen die denn da drin? Hier sind zwei und hier nicht. So, Abmarsch. Sehr, sehr schön. Komm, wir müssen hier nochmal eine Kuppel bauen. Eine Kuppel. Eine Megakuppel. Triangulon Megakuppel. Ja. Jo. Komm, da legen wir mal sofort ein Kabel ran und ein bisschen Strom. Und dann können wir hier nochmal richtig loslegen. Das ist immer eine fette Kuppel, ey. Wahnsinn. Was ist hier los? Ist doch nicht schön. Warum sind die alle tot? Kommen hier wenigstens neue nach oder ist jetzt hier Feierabend? Wo sind die denn, wenn sie kommen? Die haben einen weiten Weg vor sich, ne? Wie viele wohnen hier denn? 73. A colonist has died. Aha, wo denn hier drinne? Haben wir ein Lebensmittelgeschäft gebaut? Ja, haben wir. Mach mal da eine Schicht auf. So. Hier arbeiten auch Leute, perfekt. So. Ein inaktiver Extraktor. Na, das kann ja wohl nicht wahr sein. So. So, wie sieht's denn aus hier? Wo denn? Was denn? Der Ding ist gleich leer. Kommen Sie zu. Der ist gleich voll. Ist ja geil. Anfordern. Die komischen ferngesteuerten Dinger brauche ich gar nicht. Die kann eigentlich hier lassen. Und dann nehmen wir da lieber noch davon mehr mit. So. Schön voll machen. Metalle sind fast alle. Das ist nicht schön. So, die Akkus werden wieder aufgeladen. Der hat ja auch noch so viel zu tun, ne? Polymere fehlen oder was? Ach. Ja, hier liegen sie alle rum. Hä? Wieso nimmt denn? Hallo? Funding received. Zustellen da, okay. So. Wobei, wir haben hier schon echt viel drin, ne? 129. Wie viel brauchen wir hier unten eigentlich? Für das Ding, was fehlt denn hier noch? Keine 100 mehr. Ich würde sagen, wir starten das Ding, oder? Resources are low. Ja, ich weiß. Flieg mal ohne Drohnen, bitte. Genau. Los. Starten! Crop failure reported. Wir schicken dir auch einen neuen Länder runter. Flieg mal zu Ingeborg. Mach dich mal voll mit so Dinge. Ob wir sie brauchen, weiß ich noch nicht. Steen! Komm mal her, Steen. Du darfst gehen. Steen wollen wir ja nicht sehen. So. Ja. Okay, also wir machen jetzt hier auf dem Mars genau das gleiche wie auf der Erde. Wir versuchen alles irgendwie. Ach Gott. Steht das Ding schon? Ja. Na denn, hier Häuserin, Abfahrt.
Apartments. Ich glaube, so einen Tunnel brauchen wir ja nicht mehr, ne? Weil hier oben ist ja alles atembar. Komischerweise unter der Erde nicht so. Ist sehr, sehr merkwürdig. Dann bauen wir hier erstmal Apartments rein, dass sie hier wieder alle wohnen können. So, dann gibt es einen Lebensmittelladen. Und einen Sicherheitsposten und eine Krankenstation und Apartments. Ist schon echt krass. So, was war hier noch? Ein Diner wäre nicht schlecht. Und eine kleine Weltraumbar. Und... Aber wo waren das denn? Hier, ne? Eine große Kindertagesstätte, ja, von mir aus. Dann nochmal eine Schule. Und... Ein kleiner Lebensmittelladen und noch ein kleiner Lebensmittelladen und noch ein kleiner Lebensmittelladen. Und hier so ein Ding für Sport. Funding received. Und weitere Apartments. No active research. Das ist ja frech. Research complete. Das ist ja der Hammer. Das ist ja ein frecher Hammer. Crop failure reported. Nein! So, 96 Leute können hier wohnen, denn Abfahrt. Forschung. Wir machen mal wieder das hier. So. Okay, jetzt kann er wieder gebaut werden, wie bescheuert. Wir sollten hier vielleicht nochmal einen Drohnenhub hinstellen. Mit einem Unilager. Oh, und der kann landen. Und bitte. Was ist hier mit der Nahrung? Ja, dicke. So. Okay. Sind hier noch irgendwelche Bedürfnisse unbefriedigt? Ein Spielplatz kann eigentlich auch nicht schaden, oder? So. Okay. Von mir aus noch ein Laser, dass er nicht zerschossen wird. So. Und dann about. So about. Hier sind die Geburtenraten nicht ausgesetzt, ne? Aber ist okay. Alter, Gossip Dome, Episode 8, 2,3 Milliarden. Wir haben immer noch Obdachlose. So, bist du gelandet? Ja, du wirst doch ausgeräumt. Dann gehen wir nach unten. A colonist has died. Das ist ja ein Ding. Wirst du weitergebaut hier? Ja, hoffentlich. Aber die Materialien müssen jetzt eigentlich... Guck mal, da kommen immer neue Leute nachgelatscht. So ab und an kommt mal wieder einer. Der schafft es denn. So, hier unten ist das Leben wahrscheinlich ein bisschen was schwerer. 2,5 Milliarden. Sehr schön. Und ein Beben. Guck mal, genau hier. Na toll, alles kaputt. Ach du Schande. Vielleicht sollten wir so eine Stützerin bauen, oder? So über eine Kuppel wäre eigentlich keine schlechte Idee, glaube ich. So, hier werden Rohstoffe rangeschleppt. Das ist sehr schön. Die kommen ja alle an, sogar. Perfekt. A colonist has died. Naja, wenn sie es nicht schaffen, haben sie Pech. A colonist has died. Ja, jetzt ist die Frage, was bauen wir hier noch hin? Bagdad. Wir haben ja echt viele Dinge. Man kann es unendlich weiterführen, ne? Bis sein Bauplatz halt oben an der Oberfläche voll ist. Was ist denn hier? Ist gleich fertig. Geil. Und wir speichern vorher nochmal. Na toll. Es fehlen noch 4 besondere Mineralien und dann wird hier das Grubenlabor gebaut. Okay, die Leute hier unter der Tage zu kriegen, ist schwierig. Research complete.
Man sollte vielleicht versuchen, die Kuppeln nahe vom Aufzug zu bauen, dass die von da aus direkt rein können. Und das wird gebaut. Okay, Baufortschritt läuft. Schauen wir mal. A colonist has died. So. Bin mal gespannt. Zack! Boah, was ist das? A colonist has died. Grubenlabor gebaut. Unsere Ingenieure finden, dass ein Laborexperiment an der Grube erleichtern würde und wir nur so ihre Geheimnisse entdecken. Wenn wir alle überschüssigen Ressourcen dafür investieren, sollten wir nützliche Forschungsdaten erhalten. Unsere Ingenieure und Wissenschaftler haben sich eine Reihe ausgefeilter Experimente überlegt. Sie sind zuversichtlich, dass wir mit den Instrumenten des Labors und den spezifischen Versuchsparametern ein für alle Mal feststellen können, wie tief diese Grube ist. Und los! Wir haben ein paar Tote. Naja, dann haben wir halt ein paar Tote. Tak, tak. Wir öffnen mal hier die Schichten. Wir haben noch freien Wohnraum und wir haben noch freie Arbeitsplätze. Zack. Und zack. A colonist has died. Und tak. Da, 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 da. Okay, wir brauchen halt noch mehr Leute hier. Was ist das hier? Die bodenlose Grube. Das ist hier Grubenlabor. Ach du Schande, was wollen die denn alles haben? Großer Wurf, ist aber sehr klein, ne? Na, macht mal. Dann haben wir... Ey Leute, wir haben alles. Wir haben hier die großen Dinger am Laufen. Hier sterben irgendwie ständig Leute. Kommen hier neue Anni-Wartschild. Wir haben ja ständig Bedarf an neue... Was ist denn hier oben los eigentlich? Das ist nicht schön. So, hier ist ja alles fertig gebaut schon, oder? Denn, zweite Runde, Abmarsch. Wir müssen hier stark am Mann bleiben, dass das hier alles läuft. Eine Bürste wäre nicht schlecht. Na, guck mal, wird doch besser, oder? Freien Wohnraum haben wir 188, 191. Warum wird das so viel, so wenig, hä? Sterben gerade die Leute weg? Crop failure reported. Okay, Ernteausfälle haben wir auch, toll. Hier muss noch ein Apartment hier abgeladen werden, bitte. Was fehlt denn? Polymere. Ne, ist da, okay. Dann Stufe 2. Hier ist ja was los. Ja, wenn wir jetzt weggehen, dann wird hier wieder nicht gebaut, ne? Okay, die wollen hier wieder Dings haben. Heilkartoffeln sollen sie haben. Kriegen wir Geld für. Und Abflug. Wir gucken trotzdem. Warum ist denn hier alles kaputt? Okay. Hier ist nichts mehr, ne? Ach komm, dann starte. Starte einfach. Starte mit dem, was du hast. Die Drohnen brauchst du nicht, den ganzen anderen Quark brauchst du nicht. Du hast deine Metalle dabei oder die besonderen Mineralien und fertig ist. Warte mal, haben wir hier eine hergeschickt? Das ist ja Quatsch, brauchen wir ja nicht mehr. So, starte trotzdem. Und Abflug. Na komm, lande. Mach doch. Crop failure reported. Ja, muss man genau koordinieren und dann denke ich mal, wäre das ja kein Problem. So, Level 3 wird gebaut. Geburten sind erlaubt. Haben wir jetzt überall wieder freischalten, ne? Jetzt müsste wieder massiv der Punk abgehen. Hier will was landen. Ey, sind die so schnell? Ist ja krass.
So, ein Inaktiver. Weg damit. Noch einer. Weg damit. Aufzug, Fehlfunktion. Unser Aufzug mit... Au, in der Mars-Untergrund ist defekt. Wir können ihn nicht mehr benutzen. Unsere Ressourcen zwischen der Kolonie und der Oberfläche sind vom Untergrund zu transportieren. Wir brauchen den Aufzug. Die schnellste Reparatur muss sein. Die Reparatur wird 72 Stunden dauern. Na, mach mal. Dann ist es so. Also, ihr merkt, man hat hier immer zu tun. Immer Stress, immer so Sachen. Ja. Okay. Hier ist Level 3 überall drauf, oder? Nee. Denn zack, Abmarsch. 24 Obdachlose schon wieder. Eieieiei. Ja. Freunde, ihr seht, das Spiel... Das kann man hier bis ins Unendliche treiben. Wir haben hier alles erreicht, was wir wollten. Wir haben ja noch sehr, sehr viel Bauplatz frei. Theoretisch kannst du hier kolonietechnisch noch richtig durcheskalieren. So, die Rampe ist grün. Ist ja toll. Ich würde sagen, wir haben wirklich alles erreicht, was wir wollten. Ich bin an dem Punkt, wo ich sehr, sehr zufrieden bin. Wenn wir hier mal abschließend auf unsere erschaffene Kolonie schauen, sieht herrlich aus. Guck mal, eine Riesenstadt haben wir hier erschaffen. Mittlerweile sind wir hier schon bald auf dem Punkt, wie auf der Erde, dass wir nach anderen fernabgelegenen Himmelskörpern im Weltraum trachten und da nach neuen Mineralien schürfen, die wir herholen. Also Asteroiden könnte man jetzt noch farmen ohne Ende. Man könnte im Untergrund noch viel, viel, viel weiter gehen. Und die Tiefe in dem Spiel ist unfassbar. Also sehr, sehr, sehr viel. Man kann hier so unglaublich viel machen. Und jeder Landeplatz, den man sich gleich zum Anfang von jedem Spielstand aussucht, also wirklich jeder einzelne Landeplatz hat seine Eigenheiten. Wir hatten sehr viel Glück. Wir hatten keine Staubteufel und wir hatten keine Kältewellen und bla. Also, ne, man kann den Schwierigkeitsgrad auch dementsprechend anpassen. Das geht ja schon damit los, welche... Raumfahrtfraktion, man wählt gleich zum Anfang welcher Sponsor, ne? Da hat man verschiedene Eigenschaften, verschiedene Rohstoffe, verschiedene Raketen, verschiedene Missionsziele, bla bla. Geldmittel sind immer anders. Der Forschungsbaum ist an sich immer der gleiche, ne? Wie man da wohin kommt, das ist, glaube ich, je nach Spielverlauf alles nie vorhersagbar. Und ja. Wie gesagt, im Untergrund gibt es auch mehrere Zugänge, wo man einen Aufzug bauen kann. Wir haben hier nur einen, weil wir sind hier halt in so einem Canyon gefangen, irgendwo mehr oder weniger. Ist aber nicht schlimm. Und ich muss sagen, uns hat es, also bis auf die Epidemie, was wir aber auch gemeistert haben, relativ gut getroffen. Jeder Landeplatz, jeder Spielstand hat andere Geheimnisse. Dann taucht mal irgend so ein schwebendes Ding auf mit irgendwelche Energie, bla bla, hast du nicht gesehen. Hier passieren die geilsten Dinge, ich sag euch das. Ja, wie gesagt, mit der Terraforming-Geschichte, mit dem Green Planet Update, war nochmal so ein richtiger Meilenstein setzbar. Nicht nur, dass die Kolonie am Leben bleibt, sondern dass wir den Mars grün bekommen. Das haben wir geschafft und da bin ich sehr froh drüber. Und ich muss sagen, das waren sehr, sehr schöne 40 Folgen. Und ich bin nur froh, dass es genau auf 40 geendet hat. Ist eine schöne, runde Zahl. Die Stundenfolgen selber haben mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich hatte persönlich das Gefühl, man schafft richtig, richtig viel. Und das ist ja auch so. Ne, in den Kommentaren habt ihr auch gesagt, hey, so eine Stundenfolge ist ja mal ganz geil, gefällt mir, mach mal weiter. Ja. Ich habe auch von euch mega... Ich rede, Ruhe. Mega coole, tolle Tipps bekommen, die unterm Strich auch sehr, sehr wichtig sind und waren. Und ja, obwohl ich das Spiel schon, weil das ist von 2018, seitdem habe ich das auch schon hunderte Stunden gespielt, kommen für mich trotzdem immer noch neue Sachen dazu, wo ich mir so denke, hey, mega geil, das ist ja total abgefahren und ich hoffe einfach, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Könnt ihr euch vorstellen, dem einen oder anderen habe ich dazu angeregt, dass er da selber mal reinschaut. Wenn ja, gönnt euch, ist mega, ist sehr zeitraubend, sehr intensiv. Ich habe selber auch schon sehr viele Rückschläge erfahren, wo ich von vorne anfangen musste, weil irgendwann bist du vielleicht in einer Sackgasse, wo einfach nichts mehr geht, wenn Rohstoffe fehlen, bla bla. Ist ja auch real. Ne? Ich quatsch mich hier um Kopf und Kragen. Ich will einfach sagen, Leute, das Projekt hat sehr viel Spaß gemacht und ich war sehr froh, dass ihr mit dabei wart. Und unsere Reise endet hier. Wir können ja abschließend nochmal schauen. Wir haben den Mars wunderbar geterraformt und zu dem gemacht,
zu dem wir den haben wollten. So eine schöne grüne blaue Kugel, wo wir so Sachen machen können, bis wir den zusammen schänden und wieder den nächsten Planet suchen müssen, ne? Ja, wäre halt geil, wenn man jetzt noch starten könnte zu anderen Orten. Und da die gleiche nochmal treiben könnte, ne? Neue Kolonien, bla bla, hast du nicht gesehen. Also an sich wunderschön. Ja. Guck mal, hier kratzen wir an der Oberfläche rum, machen da Beton und so ein Quark. Sehr, sehr cool. Wir können mal eine Verstärkung nochmal anbauen. So, sehr schön. Scannen können wir nicht mehr, alles rot. Theoretisch hätten wir hier auch die Canyons komplett platt machen können. Da hätten wir noch mehr Baufläche. Aber ja, im Untergrund haben wir noch sehr, sehr viel nicht erforscht. Ne? Hier ist eine komplett neue Karte, die noch offen ist. Und ja, viele Geheimnisse. Ne? Wir haben hier das Grubenlabor, wir haben hier die große Höhlenverstärkung gebaut. Was nur in Verbindung mit den Rohstoffen von dem Asteroidenfarm möglich war. Auf jeden Fall ist hier unfassbar viel Potenzial in diesem Spiel. Ne? So, mit den Worten, Freunde, verabschiede ich mich. Wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Und mal gucken, was als nächstes kommt. So, hier sieht es auch sehr trostlos aus. Hier ist alles kaputt. Ohne Drohnen, alle heulen rum. Dann gehen wir wieder hier zurück. Crop failure reported. Genau, hier nehme ich der Punk ab. So, es wird dunkel. Und mit der Beendigung von Sol 363, also 363 Mars-Tage, haben wir das hier geschaffen. Bin ich sehr stolz drauf. Bin ich raus. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach keinen Quatsch. Und rein gehauen.